Hallo und herzlich willkommen beim Biertaucher Podcast 317. Dies ist eine ganz einsame Folge, wo ich größtenteils alleine spreche. Es ist niemand bei mir, aber es gibt nachher ein Interview mit Thomas Kunze, das ich heute aufgenommen habe. Er ist vom Games Institut Austria und ich habe mit ihm geredet auf der playaustria.com. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von vukonik.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an unsere Patreon, an unseren Patreon, der uns immer noch treu bleibt, und an unsere Flatterer, sofern sie noch existieren. Und auch ganz speziell an den Thomas, der heute ein Feedback geschrieben hat, was mich sehr gefreut hat. Zu kurz einmal ein Status: Warum ist der Biertaucher Podcast derzeit so seltsam und hat keine gescheiten Shownotes? Hauptsächlich hängt das mit mir zu tun und mit meinem derzeit noch immer etwas chaotischen Leben. Ich bemühe mich, dass der Biertaucher Podcast wieder normal in Schwung kommt. Wir haben viermal aufgenommen im Sommer. Die Folgen sind auch online, sind sogar im Feed drinnen. Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen, mit Audacity, mit Auphonic drüber zu fahren, um die Störgeräusche zu dämpfen und den Sound zu verbessern. Also die sind von der Qualität nicht so gut. Und es gibt auch noch nur sehr rudimentäre Shownote-Seiten, wo im Prinzip nichts drinnen steht, außer eben der Link auf den MP3. Also es fehlt auch noch der OGG und der kleine MP3 zum Downloaden. Das Ganze wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen wieder alles einspielen. Ich bin jetzt aber noch eine Woche nicht in Wien, das heißt, da wird es wahrscheinlich auch keinen Podcast geben, außer es gelingt mir aus dem Ausland, den Stefan und den Dennis fernzusteuern, dass sie selber einen Podcast aufnehmen und den dann auch publizieren. Wahrscheinlich geht es erst Ende September und Anfang Oktober wieder vernünftig weiter mit dem Biertaucher Podcast. Ein anderes Problem ist, ich habe jetzt endlich mich dazu aufgerafft, mein Doku-Wiki von Spielen programmieren, wo die Seite drauf liegt und wo auch der Biertaucher.at-Seite drauf liegt, das abzudaten mit neuem Themen, sollte jetzt mehr mobile-friendly sein. Eins der Nebeneffekte ist, dass die ganzen Tags jetzt noch nicht stimmen, das muss ich erst langsam alles wieder einrichten. Keine großen Arbeiten, nur komme ich halt nicht so gescheit dazu, weil das Arbeiten sind, die ich gerne mache, und die haben natürlich die niedrigste Priorität. Was kann ich erzählen? Ich war ganz toller Lobbyist. Ich war auf CodeWeek EU in Brüssel. CodeWeek EU ist eine Lobbyorganisation, eine europaweite, die das Coding oder den Programmierunterricht fördern soll. Wir laufen alle so mit seltsamen orangen T-Shirts herum und das Ganze ähnelt ein bisschen einem Kult. Ich erzähle jetzt kurz, wie es dazu kam. Ich habe in Österreich mich letztes Jahr schon hineingesetzt in diese CodeWeek EU Meetings, wurde da netterweise eingeladen und das dann auch gleich mit der Andrea Meyer übernommen. Ich bin jetzt also CodeWeek EU Ambassador für Österreich. Und die CodeWeek hat eine CodeWeek-Woche, nämlich vom 7. bis 22. Oktober 2017, Hashtag CodeEU, EU großgeschrieben. Und da sollen halt dann ganz viele Aktivitäten europaweit stattfinden, wie zum Beispiel kleine Codecamps oder kleine Gamejams oder kleine Coding-Unterrichteinheiten an Schulen. Natürlich gibt es auch andere Events das ganze Jahr über, und wer so einen Event organisiert, zum Beispiel mit seiner Firma, mit seinem Code-Club, mit seiner Schule, bitte geht's doch auf die Seite codeweek.eu und tragt ihn dort unter Events ein, dann erscheint so eine super Map und da kann man ihn dann, können ihn dann andere Leute finden, und das verbessert also die Visibility und auch das Cross-Marketing. Wie gesagt, ein CodeWeek-Event muss nicht unbedingt in dieser Woche stattfinden, aber das ist halt das Ziel. In Österreich tut sich einiges. Der Christian Derndorfer und die Andrea Meyer sind da sehr rührig und versuchen, einen Art Bus aufzustellen, der in Wien verschiedene Parks anfährt und dort dann Coding-Unterricht anbietet. Das Ganze passiert in Österreich zum ersten Mal. Das heißt, wir werden sehen, wie das dann wirklich klappt. Abgesehen davon gibt es auch andere Veranstaltungen von diversen anderen Anbietern. Das alles findet man auf der Webseite codeweek.eu. Okay, und ich wurde jetzt zum zweiten Mal sozusagen als Österreicher hingeschickt nach Brüssel. Da gibt es nämlich ein jährliches CodeWeek EU Meeting, und das Schöne daran ist, man bekommt dort die Spesen bezahlt. Das heißt, man bekommt einen Flug zweiter Klasse oder eine Bahnfahrt erster Klasse bezahlt hin und zurück nach Brüssel und 100 Euro pro
vollen Tag für Hotel und Taxifahrtkosten und andere Fahrtkosten, für die man auch keine Rechnung hinterlegen muss. Also die 100 Euro Taggeld gehen sozusagen pauschal. Und also über zwei Halbtage sind das, glaube ich. Also es wird Übernachtungsgeld gerechnet. Und ja, das wird dann auch aufs Konto rücküberwiesen. Das ist ein sehr bürokratischer Prozess. Ich habe letztes Mal ein sehr kompliziertes Dokument von meiner Bank holen müssen, nur das beweist, dass mein Konto auch mir gehört. Natürlich, zuerst muss man sich diese Reisekosten selbst vorausbezahlen und man kriegt es dann halt nachher rückerstattet. Ja, und heuer war ich dort und habe beschlossen, aus ökologischen Gründen und weil ich es ja eh gezahlt kriege, anstatt einem Flugticket eine Bahnfahrt zu machen, und bin dann 10 Stunden von Wien nach Brüssel gefahren mit einmal umsteigen. Und das muss ich sagen, war sehr schön, weil ich bin Intercity gefahren und der Intercity hatte in Deutschland zumindest WLAN. Das heißt, ich habe die ganze Zeit in einem Erste-Klasse-Stuhl herumgelümmelt und mit meinem Handy gespielt und gewhatsappt. Das war wirklich praktisch eine Art kleiner Urlaub. Und was ich auch erstmals wirklich ausprobiert habe, ist, wenn man Erste Klasse fährt, hat man Zugriff auf die First-Class-Lounge. Und ich habe noch nicht ganz herausgekriegt, wie das wirklich funktioniert. Also diese First-Class-Lounge ist am Südbahnhof und auch in anderen Bahnhöfen eben so ein Raum mit bequemeren Sitzen und gratis Snacks und zum Teil auch Getränke und ja, Fernseher und auch Internetverbindung gibt es dort. Und man ist halt nicht in diesem normalen Wartesaal. Man hat natürlich auch ein besseres Klo oder zumindest ein eigenes Klo und fühlt sich halt erstklassig behandelt. Und meine Spekulation ist jetzt, wenn man dort in diese First Class rein will, muss man nämlich nur die Fahrkarte herzeigen, und sobald der dort steht präsente Bahnbedienstete sieht, dass man ein Erste-Klasse-Ticket hat, darf man auch in die First-Class-Lounge rein. Jetzt überlege ich mir, ob man da nicht irrsinnig viel Geld machen kann, wenn man einfach sich nur ein Ticket von Wien Südbahnhof nach Wien Meidling Erste-Klasse kauft und dafür Zugriff auf die Lounge hat und sich dort dann den ganzen Tag vollfuttert. Ja, also da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Was ist am Kotwig-EU-Meeting passiert? Wir haben alle orange Leiberln ausgefasst. Ich habe übrigens noch ein paar orange Kotwig-EU-Leiberln zu Hause. Und sehr viele Anstecknadeln, so kleine Buttons und auch ein paar Pickeln, falls sich jemand für das Material interessiert. Und ja, man trifft sich in einem Brüssel-Schulnet-Gebäude. Ja, Brüssel hat übrigens eine sehr schlechte Hausnummerbeschriftung. Ich habe da ziemlich mich verirrt, aber am Schluss das geschafft. Und man trifft sich da, da sind dann lauter Leute in orangen T-Shirts und einige begrüßen einen, weil sie ihn schon vom letzten Mal kennen. Und die Chefin, das ist die Annika aus Schweden, die ist sehr energetisch und leitet dann dieses Meeting gleich einmal mit ein paar Aufwärmspielchen. Und ja, und dann wurde sozusagen gesagt, ja, wir machen jetzt ein Speed-Date, wir stellen uns in zwei Kreisen auf und ihr habt genau 2 Minuten Zeit, um euch von euren gegenseitigen nationalen Codeweek Aktivitäten zu erzählen, und diese zwei Kreise haben dann so sich gegeneinander gedreht, also man hatte nach 2 Minuten wieder einen Wechsel gehabt, und das war ganz interessant. Mich interessiert das durchaus, was andere machen, aber der ganze Spaß war nach 10 Minuten dann schon wieder aus, also man hat gerade mit 2 Leuten vielleicht reden können und dann war schon die nächste Aktivität. Ich habe dann kurz anbringen können, dass ich einen Podcast mache, diesen Coding Teacher Podcast, weil den habe ich letztes Jahr dort angekündigt, aber auch da, wie soll ich sagen, es war nicht sehr nachhaltig, sondern alles so rasch, 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 und jetzt kommt der nächste Punkt, und jetzt kommt der nächste Punkt, und jetzt machen wir das, und jetzt machen wir das. Und was ist dann passiert? Dann kam ein norwegischer Parlamentsabgeordneter, der auch im EU-Parlament aktiv ist, obwohl Norwegen dort nur Beobachterstatus hat, und der hat dann ein bisschen erzählt. Und zwar hat der dann wieder, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat der vom Erasmus-Plus-Programm erzählt, wo die diversen Studienaustausch Programme zusammengefasst werden, und der Sinn war halt, dass wir als Codewiker schauen sollen, dass wir multinationale Projekte aufstellen, weil es dafür dann halt wieder eigenes EU-Geld geben kann, speziell wenn das mit Schulen zusammenfällt. Also das Ganze war eigentlich sehr interessant und auch sehr praktisch für Codewiker, aber ja, ich muss das Ganze erst nachlesen. Also ich habe jetzt nicht mitgeschrieben und mir dann auch vieles nicht gemerkt.
Und wie immer, wenn ich nicht selber reden darf, sondern zuhören muss, dann ist mir auch sehr schnell langweilig. Also, ja. Aber es waren sozusagen hochkarätige Leute, die firsthand über hochkarätige Sachen erzählt haben. Und dann gab es, glaube ich, eh schon ein Mittagessen und das war eigentlich sehr cool, weil auch für dieses Mittagessen, das hat zuerst geheißen bei der Vorbereitung, wir sollen selber Geld mitnehmen, uns das zahlen und am Ende wurden wir dann in ein anderes EU-Gebäude geführt, wo wir durch eine sehr schlimme Sicherheitsschleuse durch mussten mit Ausweis und so und alles. Und da waren wir dann mit anderen EU-Bürokraten, die zufällig auch dort waren. Und zwar waren das eh von Bildungsministerien größtenteils, die sich auch irgendwie mit Coding oder zumindest mit Schule befasst haben. Und das ganze Meeting war so, also das Mittagessen war so organisiert, dass wir CodeWeek EU-Botschafter jetzt sozusagen Gelegenheit hatten, mit unseren eigenen nationalen Bürokraten eben zu reden. Und ich habe dann zwei Österreicher gefunden, da wurde gesagt, ja, das sind die Österreicher, und habe dann geredet. Das war eine Dame vom Wirtschaftsministerium, die war zuständig für auf europäischer Ebene für Kleinunternehmer. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und der andere war aus dem Unterrichtsministerium und war dort zuständig oder hat gearbeitet für, dass ich es jetzt richtig sage, für Berufsausbildung, also Berufsschulen. Und da haben wir dann halt geredet und wir orange gewandeten, bet-shirteten CodeWeek-Botschafter haben halt dann so gesagt, oh, schaut's, die Polen haben jetzt schon verpflichtenden Programmierunterricht und die Esten und was ist mit uns und bla bla, warum geht da nichts? Und die haben natürlich halt andere Standpunkte wieder gehabt. Aber es war ganz interessant, einmal wirklich da zielgerecht mit Leuten zu reden, die sich auch damit befassen, habe dann ein paar Visitenkarten ausgetauscht und hoffe, dass sich da halt auch in Zukunft dann bessere Kontakte ergeben, bessere Gesprächsthemen. Also das war für mich ein wirklich, wo ich zuerst mal gedacht habe, ui, jetzt bin ich ein Lobbyist und beeinflusse da auch sozusagen Bürokraten. Es waren jetzt nicht Abgeordnete, sondern halt Verwaltungsbeamte, aber immerhin, also da habe ich zuerst mal so gesehen, aha, so funktioniert Brüssel, so funktioniert die EU und ich bin jetzt ein Teil davon. War ganz cool eigentlich. Und natürlich, mir hat es jetzt Spaß gemacht, weil ich stehe hinter dem CodeWeek EU, also ich finde, das ist jetzt nicht irgendeine eine seltsame oder böse Lobbyorganisation, aber im Prinzip ist man halt eine Lobbyorganisation und hat halt mehr Einfluss als jetzt ein Normalbürger. Das ist irgendwie, ja, ein bisschen ein komischer, ungeregelter Machtzugang, aber das ist sowieso ein eigenes Thema, wie Brüssel funktioniert und wie Lobbyismus dort funktioniert. Ja, und was gab es dann? Nach dem Mittagessen sind wir wieder zurückgegangen in dieses Schulnet-Gebäude und dann war ein Vortrag von zwei Forscherinnen, ich glaube, die waren zum Teil von Microsoft, finanziert von Microsoft, und die haben sich der Frage gewidmet, die eigentlich eh alle interessiert, die Multimillion-Dollar-Frage in der ganzen Coding-Industrie ist, wie kriegt man mehr Mädchen in STEM, also oder MINT, in naturwissenschaftliche Berufe, Mathematik, was ist das andere, Informatik, MINT, Naturwissenschaft, Technik oder STEM, Science, Technik, Engineering, MATH. Und weil die halt da zu wenig hingehen, obwohl das Interesse anfangs groß ist, und die Forscherinnen haben dann so interessante Studien gezeigt und Grafiken, da haben sie gesagt, also ab dem und dem Alter haben die ein durchaus Mädchen ein durchaus großes Interesse an Technik, sagen wir, ich glaube 12 war das, und dann, wenn sie älter werden, sinkt dieses Interesse und ganz spät steigt es dann wieder. Also das war halt sozusagen die Erkenntnis, dass das Interesse durchaus da ist, aber durch Faktoren, die noch nicht genau geklärt sind, sinkt. Und das beeinflusst dann eben auch die Berufs- und Studienentscheidung. Und ich muss dann auch wieder sagen, ich bin dann schnell müde geworden und habe das dann nicht mehr so ganz verfolgt. Ich habe zwar gedacht, boah, das interessiert mich jetzt und voll leimendes Thema, aber es ist halt auch nicht jeder Vortrag ein TED-Talk, der wirklich packend ist. Aber es war insofern nett, als diese Forscherinnen dann im Raum waren und man nachher dann auch mit ein bisschen mit ihnen tratschen konnte. Ich hätte mir halt gewünscht, dass das alles irgendwie kürzer ist und dass man die Unterlagen kriegt, aber und zum Nachlesen, aber das kann man alles kann ich auf der Mailingliste dann verfolgen und ich habe da sicher dann auch Zugriff und werde schauen, dass ich später
da halt mehr drüber redet. Ja, und dann, man hat immer wieder gesehen, es sind dann da so gut gekleidete Menschen hineingekommen und deren noch gut gekleidetere und jüngere und feschere Assistenten und Assistentinnen. Und da, ich habe das dann nicht so genau verfolgt, wer war jetzt da ein EU-Abgeordneter oder ein Top-Bürokrat oder einfach ein Kollege. Aber man hat schon gesehen, also so ein Meeting zieht dann noch Leute an, die dann ein bisschen dabei sein wollen und kurz schauen, was da läuft und die sich für die Thematik interessieren. Ja, und dann gab es halt viel Organisatorisches, also wie halt das Treffen vermarktet wird. Und erwähnen möchte ich hier den Alessandro aus Italien. Der macht so ein elektronisches Schnitzeljagdspiel. Und ich hoffe, das wird gut klappen und sich dann auch durchsetzen. Also den Code macht er auch frei zugänglich. Und das ist dann so eine elektronische Schnitzeljagd, wo Gruppen oder Teams dann Programmieraufgaben lösen und zusammenarbeiten müssen. Also es hat ganz gut geklungen und er hat das, glaube ich, in Italien schon ein paar Mal gemacht und das deployt er jetzt europaweit. Für mich war schön, dass ich einige andere CodeWeek EU-Ambassadors, die ich letztes Jahr schon getroffen habe, wieder getroffen habe, und dadurch verbessern sich dann natürlich die Kontakte, wenn man sich zum zweiten Mal sieht. Und man hat halt, wie es immer ist auf Konferenzen, das wirklich Interessante findet am Flur statt oder beim Gehen zum Essen oder wenn beide sich kurz rausstellen kurz einmal nicht zuhören, sondern aufs Klo müssen, dann kommt man halt zum Tratschen und lernt dann auch die interessanteren Leute kennen. Und ja, ich hoffe, dass sich da in Zukunft ein paar europaweite Sachen ergeben. Sehr nett war auch bei diesem Erasmus Plus Vortrag, hat der Abgeordnete dann gesagt, es gibt, also ein Nebeneffekt ist halt, es gibt so und so viele Erasmus Babys, also Pärchen, die sich durch ihren Erasmus Aufenthalt in einem anderen europäischen Land kennengelernt haben und jetzt eben auch Kinder gekriegt haben, und einer hat dann gleich aufgezeigt von den Ambassadoren und gesagt, ja, bei mir war das auch so, er hat auch schon Erasmus Babys. Also da hat man gesehen, okay, Europa wächst ganz konkret zusammen. Das hat mir dann gut gefallen. Ja, und und ich bin dann halt wieder mit dem Zug heimgefahren und habe dann so einen Schlafwagen genommen, also so einen Vierer-Schlafwagen. Und das ging eigentlich ganz gut. Also ich bin relativ ausgeschlafen in Wien angekommen und hatte ein Gratisbier in der First Class Lounge in Köln. Das hat mich natürlich endlos fasziniert, dass da jetzt die EU mein Bier zahlt und das Bier von einer netten DB-Mitarbeiterin serviert wird. Und ja, demnächst mehr über das Thema, wie man die First Class Lounge beim Bahnfahren exploitet. Okay, der nächste Beitrag, den schneide ich jetzt einfach hinein. Ich war heute auf der, dass ich es richtig sage, auf der Play Austria. Das ist der neueste Streich vom Yogi. Der Yogi ist von Subutron, im Museumsquartier, dieser Gameshop, und ist halt sehr rührig und macht sehr viele Events für die österreichische Game-Szene. Und eins war eben dieses Play Austria-Event im Semperdepot heute, ist auch noch dieses Wochenende, falls ich es schaffe, jetzt noch zu veröffentlichen. Und das Coole war, das ist ein sehr netter Event, kleiner, viel kleiner als die Game City, also nur eine kleine Halle, aber lauter Tische dort. Und dort waren dann lauter, also zum Teil so kleine Startup-Tische von Studenten, die jetzt, oder auch Schülern, die ein Spiel hergezeigt haben. Ich habe sogar Schüler gesehen, die mit RenPy einen Anti-Dating-Simulator gemacht haben, das war sehr cool. Und aber auch eben Spieleentwickler, die ihr Spiel herzeigen. Und aber auch Game-Institute oder eben Ausbildungsstätten, die eben ihre Ausbildungen anpreisen. Das ist eine sehr nette Atmosphäre. Sehr viele 3D-Brillen gesehen, Virtual Reality, großes Thema. Sehr viel Unity natürlich gesehen, Unity, die 3D-Game-Engine. Und und sehr viele Schüler, also und auch sehr viel Damen oder weibliche Schüler und alle eine sehr, sehr gute Stimmung. Also das hat mir wirklich sehr gefallen. Und hören Sie jetzt im Anschluss das Interview mit Thomas Kunze vom Games Institut Austria. Ich habe dann noch ein Interview gemacht mit einem Spieleentwickler, das ist aber auf Englisch, und das werde ich im Coding Teacher Podcast veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich aber erst Ende September soweit sein. Jetzt viel Spaß mit Thomas Kunze von Game Institut Austria. 2017-09-15, Thomas Kunze von Lernarena und Games Institut Austria. Genau. Okay, Thomas, erklär mir kurz, was ist dein Beruf? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wie verdienst du Geld? Also,
Ich bin eigentlich Trainer, war ursprünglich Lehrer und bin auch immer schon Gamer gewesen und habe jetzt diese beiden Expertisen zusammengebracht und das Games Institute Austria gegründet. Du bist das Games Institute? Ich bin das Games Institute. Institut, wo du ein kleiner Angestellter bist? Nein, ich bin das mehr oder weniger das ganze Institut. Es gibt noch andere, die mir helfen und mitarbeiten, aber ich bin quasi das Games Institute. Ja. Du forschst das sozusagen über dein eigenes Interessensgebiet, oder? Ja, es hat auch mit Forschung zu tun. Es geht aber auch sehr stark darum, Projekte zu entwickeln, Seminare zu gestalten und vorzutragen und Aufklärungsarbeit zu machen. Das heißt, du arbeitest weiterhin im Trainingsbereich? Genau. Aber hast jetzt sozusagen einen Game-Schwerpunkt, den anderen nicht haben? Genau. Und kannst du ein bisschen über das Trainer, es gibt ja tausende Sachen von Dingen, die man trainieren kann. Was ist sozusagen deine Spezialität? So, machst du Lehrerfortbildungsseminare oder Erwachsenenbildung oder was trainierst du? Also, du bist der Psychotherapeut. Da bin ich eigentlich relativ offen. Ich bin von der Ausbildung her ursprünglich mal Lehrer. Ja. Die Seminare und die Workshops, die ich anbiete, haben ganz, ganz viele Zielgruppen. Es sind grundsätzlich mal Lehrer, das heißt, es geht um schulisches Lernen, es geht aber auch Lernen außerhalb der Schule, das heißt in der Jugendarbeit zum Beispiel auch sehr stark im Fortbildungskontext, und es geht aber auch darum, mit Spielen zu kommunizieren. Also kann man sagen, du bist eigentlich ein Pädagogiktrainer? Nein, absolut nicht. Ich bin ein Spieltrainer. Ein Spieltrainer. Okay, ja. Und dein Spiel bezieht sich extrem auf Computerspiele oder nicht unbedingt? Das Nein. Nein, es geht um Spielen an sich. Ja. Ja, das heißt, es geht um spielerische Auseinandersetzungen. Das kann sowohl digital sein als auch analog. Das kann auch ein Brettspiel oder ein Outdoor-Spiel sein. Manchmal ist es sogar nicht mal ein richtiges Spiel, sondern nur der Vorgang des Spielens, der spielerischen Grundhaltung. Aber du hast sicher ein bisschen Einblick in die Konkurrenz. Bist du da in Österreich einer der wenigen, der das macht? Oder der sich sozusagen aufs Spiel konzentriert und das auch in den Namen reintut? Oder gibt es da schon mehrere? Also, man sollte ja meinen, das ist ein anerkanntes Instrument in jedem Lernprozess. Das sollte man eigentlich meinen. Es ist aber zum Teil nicht so. Das gibt es vor allem in der Elementarpädagogik und in der Volksschule. Und dann wird Spielen aufgehört eigentlich im schulischen Kontext. Aber wie gesagt, ich schaue sowieso über den schulischen Kontext hinaus. Neben mir gibt es eigentlich vor allem die Playful Solutions vom Konstantin Mitgutsch. Die machen sowas Ähnliches. Also das heißt, wir haben immer wieder Überschneidungspunkte, Berührungspunkte, aber ich würde sagen, mein Portfolio ist eigentlich noch etwas breiter. Und hast du auch mit der Computerspielbranche jetzt spezifisch zu tun? Also gehst du auch in, berätst du zum Beispiel Leute, die ein Spielkonzept brauchen oder so? Ja, das wird heute auch Thema meines Vortrags sein. Ich möchte ganz gerne in der Spielebranche etablieren, dass der Bildungsmarkt ein zusätzlicher, spannender Markt ist für eine, in Anführungszeichen, Zweitverwertung der entwickelten Spiele. Weil jedes Spiel ist Lernen, und wenn ich das entsprechend aufbereite, kann ich es eigentlich sehr leicht in einem pädagogischen oder in einem Fortbildungskontext einsetzen. Und du sagst, da ist auch ein Markt, also da gibt es auch Marktteilnehmer, die dafür zahlen würden, dass ein Spiel sozusagen speziell für den Fortbildungsbereich vermarktet oder adaptiert wird. Meiner Meinung nach unbedingt. Auch schon in naher Zukunft. Es ist ja jetzt schon zu sehen, dass Microsoft mit Minecraft Education Edition genau das macht. Und das ist nur ein erster Schritt. Andere Firmen machen das auch oder werden das auch tun. Und also bist du ein Prophet der Gamifications vom Lernen? Ich bin ein Prophet vom spielerischen Lernen. Wir machen keine Gamification. Also es geht nicht darum, Abzeichen und Badges und Level auf einen Lerninhalt obendrauf zu pfropfen, sondern es geht tatsächlich darum, im Spiel sich zu entwickeln und zu lernen. Wie siehst du die Rolle der Wissenschaft? Gibt es schon sowas wie, speziell in Österreich, gibt es schon eine wirklich Grundlagenforschung über Computerspiele und was die für eine Auswirkung haben auf Pädagogik? Ja, gibt es. Wer tut sich da davor? Ich arbeite schon zusammen mit der Donau-Universität Krems. Die machen eine ganz tolle Arbeit. Da ist vor allem zuerst der Alexander Pfeiffer zu nennen. Und dann tut sich aber auch immer mehr in anderen Unis, also die TU Wien mit dem Fares Kayali macht ja schon seit einer Weile solche Dinge, und auch die PH Wien mit dem Klaus Himsel-Gutermann und der Katharina Mittelböck fangen jetzt an, in diesem Bereich stärker zu arbeiten. Okay, ja.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dein, also wo du dein Geld verdienst, ist nach wie vor die Fortbildungsseminare oder die Seminare, die du abhältst. Genau, das ist immer noch der Schwerpunkt, wobei jetzt immer mehr eben Seminare und Projekte, die explizit auf Game-Based Learning fokussiert sind, immer mehr einen größeren Platz einnehmen. Das heißt, wächst die Nachfrage zu deinem Angebot hin? Die Nachfrage wird geweckt, würde ich sagen. Also ich bin vorsichtig und spreche noch nicht von Wachstum, es ist noch viel Luft nach oben. Okay. Ja, cool. Darf ich fragen, wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast gesagt, du warst schon, als du Lehrer warst, warst du ein, nehme ich an, einmal ein spielinteressierter, computeraffiner Mensch. Also ich war immer schon Gamer. Ich bin, seitdem ich 6 Jahre alt bin, im Prinzip immer ein klassischer Gamer gewesen. Und dann bin ich Lehrer geworden und bin vor... Darf ich fragen, warst du ein Lehrer? Volksschullehrer oder hast du Spezialisierung gehabt auf einem Fach? Lehramt AHS, also das heißt in Deutschland Gymnasium, und Lehrer für Englisch und Deutsch. Ich bin aber zusätzlich auch noch Sprachwissenschaftler und Literaturwissenschaftler und habe eine Ausbildung im psychosozialen Bereich. Und all das kommt natürlich zusammen und ist für das spielerische Lernen auch relevant. Und auf das Thema gestoßen, beziehungsweise diese Bereiche zusammengebracht, habe ich eigentlich witzigerweise dadurch, dass ich in einem Podcast darauf gestoßen bin. Weißt du noch, welcher Podcast? Ja, es gibt beim Zündfunk, also in Deutschland, Bayerisches Radio, gibt es auf Bayern 2, gibt es die Sendung Zündfunk, und die machen regelmäßig Podcasts. Da gibt es einen, der heißt Zündfunk Generator. Und die haben, glaube ich, 2011 oder 2012 einen Podcast zum Thema spielerisches Lernen bzw. Gamification veröffentlicht. Und ich habe den gehört und fand das Thema sehr interessant und habe dann begonnen, mich nach und nach einzulesen und habe gemerkt... Kann man sagen, dass durch Hören eines Podcasts sich die Weichen in deinem Berufsleben gestellt haben? Genau. So, als Podcast-Produzent braucht man das natürlich. So soll es sein, oder? Ja, cool. Wie kommst du jetzt zu diesem Tisch hier? Auf der... Game Austria sind wir jetzt. Ne? Play Austria. Ja, Play. Naja, ich komme zu diesem Tisch, so wie alle anderen auch. Ich habe mich mehr oder weniger rechtzeitig angemeldet. Es ist ja so, also das wird ja organisiert vom Jürgen Neufeld, vom Subotron. Und der ist natürlich sehr, sehr aktiv in der Branche. Er ist quasi die Games-Szene. Und da ich ihn eben kenne und auch vorher schon kannte, kam er auf mich zu und es war natürlich sehr interessant und dementsprechend habe ich mich dann hierfür beworben. Und hier versuchst du jetzt eigentlich sozusagen direkt Kunden zu werben oder was machst du spezifisch an diesem Tisch jetzt? Du hast ja hier deine Visitenkarten und interessante Plakate. Ich mache Werbung für unser Schulprojekt. Also wir haben ja dieses Jahr eine Schulidee gestartet. Ich sage noch nicht Schule, weil es noch häuslicher Unterricht ist, aber wir gründen eine Schule, die heißt Lernarena, und die setzt sich genau mit diesen Themen auseinander. Sie hat 4 thematische Hauptpfeiler, und die sind die Auseinandersetzung mit Digitalem, Medienbildung, gesellschaftliche Partizipation und soziales Lernen. Ich bin ein bisschen unsicher jetzt. Klingt jetzt aber so, als ist die Zielgruppe der Erwachsene, die schon im Pädagogikbereich arbeiten, oder ist die Zielgruppe der normalen Schüler? Die Lernarena ist zuallererst eine Schule. Das heißt, Zielgruppe sind Schüler. Das heißt, ihr führt dann zur Matura, oder ihr wollt... Das ist mittelfristig das Ziel, bis zur Matura zu führen und sogar darüber hinaus bis in die Universität hinein zu begleiten. Aber diese Schule soll gleichzeitig natürlich auch Fortbildungsort sein, und es wird auch ein Seminarzentrum dazu geben, wo wir eben auch Interessierte und Pädagogen in diesem Bereich weiterbilden wollen. Dafür, dass du jetzt auf einem Holztisch hast, bist du jetzt nicht unterambitioniert, oder? Also ich bin für den Holztisch sicherlich überambitioniert. Alles klar. Gibt es schon was Konkretes? Also hast du schon ein ehernes, steinernes, würdiges Gebäude mit vielen Räumen, so ein kleines Schlösschen vielleicht, ein altehrwürdiges Palais? Darüber kann ich jetzt nicht öffentlich sprechen. Okay. Aber wäre schon wünschenswert, oder? Ja, ich meine, wenn also... Games Institute Austria, genau, dann soll das auch einfach da schauen. Genau, der Name Games Institute Austria, gerade eben auch auf Englisch, ist natürlich wishful thinking und stellt auch meine Ambitionen dar.
Hast du international irgendwie Vorbilder oder Partner in SPE-Organisationen? Also gibt es so das New York Institute of Game, ja, Game Learning oder sowas? Vorbilder jede Menge. Also zum Beispiel sehr, sehr spannend ist das Institute of Play mit den Quest-to-Learn-Schulen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch potenzielle Partner. Also wir stehen jetzt gerade in Gesprächen mit dem Asi Burak von Games for Change. Da könnte es eventuell zu einer Projektidee kommen. Mhm. Und Vernetzung ist das Wichtigste. Und dementsprechend schauen wir natürlich auch über den kleinen österreichischen Tellerrand hinaus und sind immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Das Land, deine Ambitionen sind ein bisschen größer als die Landesgrenzen. Genau. Ja. Dann wünsche ich viel Erfolg in der Zukunft. Dankeschön. Wenn es sich für dich interessiert, was ist die beste Homepage, die man ansteuern soll? Na, unsere natürlich. Ja. Also wir sind zu finden unter www.gamesinstituteaustria.org. Das muss ich nochmal aufnehmen, entschuldige. Ah, kein Problem. www.gamesinstituteaustria.org. Genau. Ja. Und unsere Schule ist zu finden unter www.lernarena.at. Ich bin außerdem aktiv auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir haben außerdem neben der Games Institute Seite auf Facebook auch eine Gruppe, die heißt Play to Learn. Das ist eine Facebook-Gruppe. Das ist eine Facebook-Gruppe mit aktuell über 400 Mitgliedern und da versammelt sich, wer am Thema Game Studies bzw. Game-Based Learning interessiert ist. Jeder ist herzlich willkommen. Kannst du ein bisschen in die Zukunft denken, jetzt unabhängig davon von deinem Institut jetzt, ja, aber du warst in der Pädagogik tätig als Lehrer, du siehst, wie die Situation jetzt ist und du hast dich auch Vorstellungen davon, wie es in, sagen wir jetzt, 10, 15 Jahren sein wird. Kannst du ein bisschen eine Zukunftsvision geben? Also was du glaubst, was wichtig sein wird und was wir uns jetzt noch nicht so vorstellen können oder jetzt noch nicht so in der Praxis vorhanden ist? Was wichtig wird, sind Kompetenzen, die zwar immer schon gefordert werden die letzten Jahre, aber eigentlich noch nicht wirklich in Lehrplänen Niederschlag gefunden haben. Das sind diese sogenannten Soft Skills oder 21st Century Skills. Genau. Kommunikation, Kooperationsfähigkeit, Kreativität, kritisches Denken. Eben. Und das muss irgendwie in der Schule Niederschlag finden und muss abgebildet werden. Und das geht eigentlich am ehesten über einen spielerischen Kontext. Ich glaube, es wird in ganz großem Maße im Prinzip die Digitalisierung Einzug halten in Schulen auch, aber es wird ganz viel. Du meinst, nach so circa 20 Jahren werden die Schulen draufkommen, hoppala, unsere Schüler haben Smartphones? Zum Beispiel, ja, aber auch einige Punkte mehr. Aber ich denke, es wird noch lange Zeit so bleiben, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie man diese Werkzeuge einsetzen soll. Von lauter externe Experten werden gescheiter herreden, was die genau Technik alles tun sollte. Genau. Und wir werden dann hoffentlich diejenigen sein, die helfen können, das Lernen ein bisschen zu verändern, sowohl von der Art und Weise als auch von der Ernsthaftigkeit, weil zu viel erhobener Zeigefinger und zu viel Seriosität schadet noch jedem Lernen. Aber wenn so in 15 Jahren so das Bundesministerium für Unterricht und Kunst daherkommt und dich fragt, wo es lang gehen sollte, würdest du Hinweise geben? Ich erzähle es Ihnen auch gerne schon nächste Woche. Passt. Dann danke ich fürs Interview. Ich danke dir. Weiterhin viel Erfolg. Danke.